Der Tod kommt aus den Wolken. What the shit? Go Turret, mach sie nieder. Nein, ich glaube nicht, dass ich das bereuen werde. Hier noch irgendwas. Nur der Tod. Oho. Okay, hier ist nichts mehr. Außer ein Gegner. Da oben irgendwo. Oh süß, Beutezwerg. Yay, fühle dich geschiert. Verrecke, verrecke. Wieder auf die Beine. Da habe ich noch Kettenwerfer verschwendet. Nom 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 nom. Diese Beutekerle immer da irgendwie reinpassen. Frage ich immer wieder. Hm? Wie die Beutekerle immer irgendwie irgendwo reinpassen. Oh, meine Güte. Oh, nein! Damn it! Oh, der ist tot. Zu kurz gesprungen. Du bist perfekt. Damn it, das war teuer. 15.000. Passt das? Nein. Danke. Juhu! Geschafft! Also ich bin oben. Was macht ihr so? Töten! Ich bin über die Klippe gesprungen. Ich töte. Jump over the cliff. Ich töte Gegner. Und schau mich ein bisschen um. Oh ne, nicht schon wieder Copter. nur zur Info, ich glaube, ich habe den Weg gefunden, um zu seinem Quest zu gelangen. Glaube ich. Hoffe ich. Oh nein, ein Fließband, Hilfe! Ich komm wieder! Alter, muss ich weit vorausdenken. Ernsthaft? Ein Kopf, der kommt extra zu mich. Zu mir, nur um zu verrecken? Respekt, Bro. Naja, mein Turret hat ihn vorher schon ein bisschen erwischt gehabt. Von dem her. Und das war eine... Okay, das war jetzt interessant. Ich weiß, ob ich die Pfeile liebe. Erst schießen, dann das Resultat sehen. Schrottplatz. Hier kann ja nichts Schlimmes sein. Piu, 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 piu. Und wenn doch. Hab Turret! Piu, 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 piu. Piu. Oh, Karte. Die Landsmänner sagten dauernd was von einem Schatz aus Diebesgut, den sie irgendwo versteckte. Wahrscheinlich die eine Eiswaffe oder eine Packung Anchorage. Keine Witze über Anchorage. Es funktioniert. Die Blütenaufnahmen von ihnen, die er mit Einheimischen spricht. Film ab, Angel. Sieh dir diesen Freak an! Schnauze, Sieg, was willst du? Ninja, Mann. Ich suche eine Herausforderung. So tuntig, wie du daher quatscht, bist du aber echt gefordert, Mann. Schnauze, Sieg! Entschuldigung, der Kerl kann einfach seine große Klappe nicht halten. Könnte man das als Herausforderung betrachten? Schätze schon. Das klingt interessant. Die Kammer, ein Meisterwerk. Es soll sich weisen. Scheiße! Du hast ihm den Kopf abgeschlagen! Ups! Selber schuld! Cyber, wie viel Schaden macht dein Raketenwerfer nochmal? Momentan macht er nur 6.087. Hier ist ein Raketenwerfer mit 9.000 Schaden. Slack? Nein, Explosion.
Machst du nicht eher Komposition? Whatever! Hier ist ein Raketenwerfer! It's time for Domination! Oh, ein Torch! Ja. Versuchung kann ich überstehen! Wenn eine Sache Torch besonders macht, dann ist es Explosion auf Explosion zu rein. Was ist schlimmer als eine Explosion? Eine Explosion, die durch eine Explosion ausgelöst wird. Bada boom! 10.000 Schaden, nett. Ich wusste doch, du würdest ihn mögen. Oh, und das hat einen. Und die Nahrung hat super, Alter, die ist richtig gut. Smoking Guano Grotte. Oh, wie. Ach, da. Ups. Schön stehen bleiben. Oh Gott. Ich krieg schon Panik. Ich dachte schon, wollte eine Packung Encore. Ja, ich finde das ist dieses Team wieder. Alter, fast ein Headshot. Oh, nee, ne. Mein Ding ist so prä. Prophezeiung, oh nee. Von einem Mann, der nach Sanctuary kommen und unablässig in einen Echo-Recorder sprechen wird. Ein einfacher Mann von unbekannter Abkunft. Vielleicht habe ich 5 Milliarden Abonnenten. Der Mann, geliebt in der ganzen Galaxie, wird mit dem Evil Smasher ins Feld ziehen, von mir eigenhändig geschmiedet und unsere Galaxie für immer retten. Die Welt retten? Also, ich weiß nicht. Es ist deine Bestimmung. Du musst mir den Evil Smasher abkaufen. Du hast alle Karten. Oh Mann! Musstest du jetzt mal brechen? Du in die Koste Caverns und den Hinweisen folgen. Läuft alles nach Plan. Wirst du ein steinreicher Slab. Ich will immer kein Slab sein. Kann jemand geheilt werden? Da müsst du eben leiden! Leroy! Oh, geschafft. Hä? Ne, Kamitruhe war das hier, glaube ich. Ja, Kamitruhe. Ich hab's auch geschafft. Warte auf mich, Cyber. Nein. Hab. Okay, ist ein Schrott. Alter! Ich spring über dich in die Lava. Super. Über dich nicht, oder wegen? Wegen dir. Wärst du nicht da gestanden, wäre ich nicht in der Lava gelandet. Ich? Ja. Sorry! Oh, Badass normale. Ich gar nicht. Scheiß doch drauf. Scheiße. Au. Nein. Verdammt, wo bin ich? Oh Gott! Du bist bei mir. Das wird ein bisschen knapp. Ein bisschen knapp oder? Richtig knapp. Ich stand auf dem Zaun drauf, mehr Richtung Abgrund als Zaun. Los! Knall ihn ab! Abstechen! Ich stech dich ab! Ah ja. Wenn du besser schießen würdest, müsstest du nicht nachladen. Ist das hier? Nein. Definitiv nicht hier. Eine Tasche höher? Nee. Darüber. Oh. Dreidimensionales Denken. Oder? Hab's. Ach, das war die Kacke. Herzlich willkommen, Kunde. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht zu Kopf steigt. Ah, das ist Questgebiet. Lass mich wissen, wenn dir etwas. Wir müssen, glaube ich, erst die Viridium Light Quest machen, damit wir hier hoch können. Und damit wir auch das Ausrufezeichen machen können. Denn das ist auf der. Wie soll ich sagen? Dieser Aufzug fährt. So, jetzt sind wir wieder. Ja. Folge. Ah, da bin ich okay, verloren. Und Schatz müssen wir wieder. Nein! Caustic Cabins! Ja und? Bis
da wieder durchfinden würde. Monster Mix. Ja, außer bitte kann man noch weitermachen. Wir können aber auch noch mal Blutfesten jede Menge Ärger machen. Weil wir müssen sowieso zu Zorn Cordon wieder zurück. Theoretisch. Lass knacken mit den Hacken. Wegen 9 Piepen. Was ist los? Mag es, dass wir 3 Kammerjäger zu diesem Kai gehen. Wegen 9 Mücken. Ja und? Wieso geben wir ihm echt einfach das Geld? Er gibt uns eine schöne Combat-Rifle. Ja. Aber wenn wir das Geld ihm so geben würden, bleiben wir dir auch. Ach, da verlorene Schatz, eine Iridian-Pistole. Gehst du das nicht innen? Pistole war ein Pistole, so wo da in der Lösung steht. Und die Farbe, die Papier ist, sondern eher eine Röst-Etwas. Ja, müsste eine Iridian-Waffe sein eigentlich. Also, ich verstehe gerade kein Wort von dem, was du da gerade sagst. Unverständlich oder Look Transformers. Man versteht dich nicht einfach. Punkt. Da war Battlefield auf die Düse. Da ist er. Aber wie geht das gegen Battlefield? Da ist mir Battlefield verkackt. Man versteht immer noch nicht wirklich viel besser. Du bist schlimmer als die Zwerge, deine Nomade. Komm, geh zurück, danke. Danke. Oder? Wie hab ich gerade gekillt? Ich hab keine Säurewaffe gerade. Und? Oder Feuerwaffe? Oder Schockwaffe, die irgendwann lang ist zum Weckern. Autsch. Hey, Cyber, you wouldn't mind. Ich nicht verstehe. Eins mit Stern für mich. Ernsthaft? Ja, sobald du schießt oder nachlässt, hörst du wieder auf. Dämlich. Aber du kannst dich verteidigen. Nee. Ich werde wieder logisch. Sprich mit mir, Angel. Ich brauche einen Kammerjäger. Am besten gestern. Ich habe jemand mit großem Potenzial gefunden. Sein Name ist Zero. Zumindest wird er so genannt. Keiner kennt seinen richtigen Namen und... Nein. Der Nächste! Ich hasse diese Typen, die einen auf mysteriöser Krieger machen. In 9 von 10 Fällen haben sie nicht wirklich was zu bieten. Wen hast du noch? Viele Zero-Überwachungsaufnahmen ab. Slag dich, Tora! Die Blätter fallen. Schnee fällt auf kalte Erde. Fleisch haucht Leben aus. Hat dieser Kerl gerade in einem Haiku gesprochen? Hey, du Kopter da oben. Beachte mich. Hey, ich kriege Geld. Fahnen sammeln oder wer außer mir? Leute, ich verstehe euch überhaupt nicht. Ich verstehe nur Cyber nicht. Die Hausseite, auch ansammeln. Gut. Eins nochmal muss man nehmen. Was haben wir in so Medizinier? Ernsthaft? So, welches der erste? Junge, man versteht dich ernsthaft nicht. Lol, das war knapp, yay! Es wird Nacht. Ja. Chris, verstehst du mich? Ja. Chris? Hä, was ist?